Servus Leute, Chris ist im Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zu deiner nächsten Düsseldorf-Karriere und Jungs, es ist einiges zu tun. Direkt vorerst, Jungs, ich habe alle Kommentare gelesen, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich auch bereits alle beantwortet, beziehungsweise zumindest mal ein Herz gegeben. Ich bin unfassbar dankbar für die Aktivität. Wenn euch das Video hier gefällt, lasst gerne mal wieder einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir auch wieder hier die 500 Likes. Ihr rasiert ja komplett auf der Karriere und euer Support ist für mich so unfassbar viel Motivation, dass es für mich jedes Mal aufs Neue so viel Spaß macht, die Karriere hier aufzunehmen. Was ich auch nochmal ganz kurz in den Vordergrund stellen wollte, ihr habt in den Kommentaren mächtig diskutiert, auch untereinander mit Sachen Transfers, Abgänge, Zugänge und so weiter und so fort, und wo ich echt schmunzeln musste, also jetzt nicht emotional, sondern einfach so vom Prinzip her halt, ihr habt da so richtig diskutiert und dann schreibt der eine so, hey, wir, das Wort wir haben doch schon Schubert. Ja, stimmt, wir haben ja schon Schubert und ihr sprecht einfach von wir, als wärt ihr meine Co-Trainer, und genauso muss es auch sein. Es ist so geil, Jungs. Also ich danke euch auf jeden Fall für den Support, schreibt gerne weiter fleißig Kommentare auch für die kommende Saison, sind dann wieder Transfers gefragt, wobei wir die uns erst aufheben für die Vorfolge der nächsten Saison. Wenn ihr versteht, was ich meine. Abonnieren könnt ihr natürlich auch gerne kostenlos und das Ganze auch mit dem OneFootball-Link ist noch immer aktiv. OneFootball bleibt weiter Kooperationspartner, also checkt gerne auch den Link in der Videobeschreibung ab zum kostenlosen Download. Und jetzt würde ich sagen, habe ich hier eine Word-Datei und habe einiges vor. Zu Beginn auch direkt mal wieder eine Facecam, die kleiner ist. Wir sind im Menü, wir starten hier direkt mal wieder mit dem Überblick auf die Tabelle. Noch nicht jede Mannschaft ist gleich auf mit uns, kaum welche. Wir haben 17 Spiele, wir haben 23 Punkte und stehen überraschend gut da zur Winterpause. Ja, natürlich werden unten drunter noch ein paar nachziehen, aber ich denke, zur Winterpause könnte man souverän auf Platz 13 oder so stehen. Fink wird ja zum Saisonende seinen Vertrag leider nicht mehr verlängern, beendet die Karriere. Ihr meintet da, schau auf jeden Fall nach dem Region, und da gibt's mal jetzt einen Shoutout an euch. Erinnert mich mal bitte dran, wenn wir in der nächsten Saison sind, und ich sollte da nicht dran denken, dass ich nach dem Region schaue. Thema Schulte, der soll wieder zwei Trainingseinheiten bekommen, werde ich auf jeden Fall einstellen. Des Weiteren haben wir da ja zuletzt das Trikot aus der Hose gepackt. Ihr meintet auch, macht das bei allen Jugendspielern. Werde ich auf jeden Fall auch machen. Ich werde es aber nur bei Jugendspielern machen, die nach und nach an die Startformation rangebracht werden, weil sonst werde ich es eh wieder vergessen. Ihr kennt mich doch. Was in der letzten Folge auch nicht ganz so cool war, war der Schnee in dem einen Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. War das Bremen oder so? Auf jeden Fall werde ich darauf achten, dass sich das Wetter auch ändert. Und jetzt kommen wir zu den Transfers. Bevor ich euch die Wunschliste vorstelle, will ich hier auch ein paar Spieler verkaufen. Ich weiß nur noch nicht ganz, wo ich anfangen soll. Aber ganz ehrlich, ich habe eigentlich schon vor, ein bisschen den Ausverkauf mitzumachen. Gerade so einen Zimmermann, ja. Aber den können wir halt nicht verkaufen. Das ist dann wieder das Bittere. Wir könnten kaum jemand verkaufen hier drin. Ich tue mich da echt schwer. Auch ein Barkok ist nur ausgeliehen. Wir müssten aber ein bisschen was verkaufen, um halt ein bisschen Geld einnehmen zu können. Wir könnten hier das Ganze, ja, nee, können wir nicht. Ein Bormut aber. Werde ich einfach mal auf die Transferliste packen, denn wir brauchen ein bisschen Geld. Ich weiß bloß noch nicht, wo wir da am besten ansetzen. Vielleicht auch die hier von der Leihe zurückholen, das wird zu teuer sein. Und die dann im Gegenzug verkaufen. Jungs, ich tue mich so schwer, aber ich brauche Geld. Ich will Geld, denn nur mit Geld könnten wir Spieler kaufen. Ich warte im Hintergrund auf noch laufende Scouting-Berichte, um euch dann alle möglichen Neuzugänge gleich vorstellen können. Hier ist das erste Transferangebot hier für Clemens Fröse. Ja, da habe ich eigentlich gar nichts gegen. Nehmen wir direkt mal an, denn verhandeln, ja, wir sind die Fortuna, wir dürfen noch nicht so stark auf das hohe Ablöseding gehen. Ich will das Ganze auch realistisch gestalten. Jetzt aber, großes Thema und wichtig, dass ihr alle teilnehmt. Türkei, soll ich da bleiben? Ja oder nein? Hört mir erstmal zu. Die Abstimmung kommt auch erst gleich, nachdem ich das erklärt habe. Wir sind in der türkischen Nationalmannschaft aktuell Trainer. Wir haben, denke ich, einen Kader, der auch sehr viel Potenzial mit sich bringt. Haben Kaan Ayhan bei uns, der darunter auch noch fällt. Also der könnte da mitspielen. Gleichzeitig habt ihr ja oft schon geschrieben, hol Kabak vom VfB aus der kommenden Saison. Das wäre dann der zweite, der da in das Fahndungsraster passen würde. Und man könnte auch ein Scouting-Netzwerk dort aufbauen in der Türkei und da eigene Jugendspieler mit dort hochziehen. Jetzt entscheidet ihr. Jetzt kommt die Abstimmung. Türkei bleiben oder nicht? Und das ist jetzt einfach mal das Wichtigste. Es ging auch um einen neuen zentralen Mittelfeldspieler. Wer es im Endeffekt wird, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass wahrscheinlich Marcel Sobotka den Verein verlassen wird. Wir haben anfangs der Saison extra Freigabesummen mit drin gelassen, um das Ganze realistisch zu gestalten. Ist so, 9,4 Millionen von Frankfurt ist durchaus auch ein Transfer, der von der Realismusgrenze gar nicht mal so weit weg ist. Denn wir müssen einfach mal dazu sagen, wenn Sobotka sich bei uns beweist, ja, oder bewiesen hat, was er getan hat, dann 9,4 Millionen ein richtig gutes Angebot ist und zu Frankfurt wechselt, was zugleich prestigeträchtiger wäre, dann kann man da halt als Fortuna Düsseldorf zumindest noch nicht sagen, pass mal auf, bleib bei uns, sondern wir nehmen die Kohle mit und bringen das Team dann in der Breite nach vorne. Wir haben das Manager-Level auf einer 90, gehen gleich rein in die Live-Simulation gegen den FC Augsburg. Vorher will ich aber Transfers abwickeln und vorher will ich euch alles vorstellen, denn die Scout-Abschlussberichte sind da. Wir werden jetzt mal schauen, hier nach dem Datum sortieren. So rum, Bormuth für knapp 2 Millionen zu Cardiff City, Hennings ist gegangen für über 3 Millionen zu Atalanta Bergamo, auch da ein prestigeträchtiger Club, konnte ich nicht ablehnen, wichtiges Geld, was wir mit einnehmen. Sobotka war bekannt, 9,4, und Fröse ging noch für 730.000 zu Esurumspor. Verzeiht mir die Aussprache. Damit haben wir jetzt 11,6 Millionen auf dem Konto. Hat sich anfangs
Anfangs durch die ganzen Ablösesummen etwas höher angehört, als es jetzt im Endeffekt ist. Wir brauchen unbedingt einen neuen zentralen Mittelfeldspieler. Gleichzeitig will ich aber auch mal mindestens zwei Vorvertragsspieler holen zur kommenden Saison. Und ich weiß auch schon wen. Der erste Transfer ist Christian Fasnacht von den Young Boys Bern. Kommt zur kommenden Saison. Freigabesumme war zwar da, aber einen auslaufenden Vertrag. Und daher erst per Vorvertrag zur kommenden Saison bei uns. Dann verlassen uns zur kommenden Saison Adam Botzek und auch noch Oliver Fink. Und deshalb wird's im Zentrum etwas eng. Und dann dachte ich mir, Luis Holtby, zweite Liga HSV, da ist er aktuell auch aussortiert worden, der sucht ja immer noch einen neuen Club, wieso nicht die Fortuna? Ich finde es einen richtig geilen Transfer, habt ihr zwar nicht in die Kommentare geschrieben, war aber so ein bisschen mein Einwand, mein Vorschlag und Luis Holtby kommt ebenfalls wie Christian Fasnacht zur kommenden Saison. Der letzte Spieler komplettiert die Vorvertragsneuzugänge und das ist Thomas Bledel. Ich meinte mit Holtby und Fasnacht die zwei, die ich holen will, die auch maximal zwei Vorverträge sind. Thomas Bledel aber, habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, wechselt wohl schon zur kommenden Saison von den Schanzern zu Düsseldorf und deshalb habe ich gehofft, ihr nehmt mir das nicht zu übel, wenn der noch zusätzlich kommt. Ob er Stammspieler wird, ich wage es zu bezweifeln. Einfach nur so. Und dann sind es drei Vorvertragsspieler und dabei bleibt's auch. Ihr habt mir dann noch sehr, sehr viele Kommentare geschrieben und da werde ich jetzt dann auch drauf eingehen in Sachen Wunschliste. Marvin Hitz ist leider erst kürzlich beim Verein untergekommen. Wäre jetzt eine gute Möglichkeit, streiche ich aber erstmal. Sollte er für die kommende Saison wieder in Frage kommen, packen wir die wieder drauf. Das gleiche auch bei Gamni, denn ich denke, hinten rechts sind wir mit Rühe ganz gut besetzt und Zimmermann auf der Außenbahn oder als Auswechselspieler. Itter, ja, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann haben wir Felix Groß, da läuft der Vertrag aus. Sonst hätte ich den sehr gerne geholt. Bringt dann auch nichts. Streiche ich also von der Liste. Vargas lasse ich drauf. Gehe ich gleich drauf ein. Haben wir hier einen Richter. Fände ich auch mega, mega nice. Und dann haben wir einen Stendera, den ich sehr gerne verpflichten wollen würde. Und dann hier unten noch Joschwerk ist leider schon gewechselt zu der Roma. Und hier haben auch noch Brewster oder Brewster, wie auch immer man den ausspricht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Den würde ich auch gerne verpflichten wollen. Mateta fände ich richtig geil, aber auch etwas unrealistisch. Wobei der eh erst kürzlich beim Verein untergekommen ist. Also können wir auch streichen. Die Spieler per Vorvertrag ist klar. Aber wir brauchen in erster Linie jemand fürs Zentrum. Und deshalb wird Marc Stendera zumindest mal versucht zu holen. Der Wunschspieler kommt. Marc Stendera, Liga-intern von Frankfurt. Wir tauschen quasi. Nur machen wir das bessere Geschäft. Würde ich einfach mal behaupten. Eure Meinung zum Transfer in die Kommentare. Sobotka 9,6 Millionen gegangen. Stendera wird hier jetzt dann kommen. Wir gucken da, dass man auch explizit aufs Gehalt schaut. Er kriegt bei uns nicht mehr als bei der Eintracht, denn das wäre ziemlich unrealistisch. Nimmt er das an? Gut, wenn nicht, Pech, er nimmt's an. 7,6 Millionen. Wir machen also 2 Millionen plus, kriegen vom Rating her einen besseren Spieler und ich glaube auch vom Potenzial und einer, der ganz, ganz viele Möglichkeiten noch hat. Er war sehr lange verletzt und daher ist er nicht mehr so derjenige, der damals bei Frankfurt der Hoffnungsträger war. Wir müssen für die kommende Saison auch schon mal etwas vorausschauend planen und deshalb habe ich hier Bock auf Ryan Brewster. Der wechselt für 750.000, also von den Reds zu uns und unterschreibt sogar einen 5-Jahres-Vertrag. Das Ganze hoffentlich ohne Freigabesumme, genauso ist es und könnte dann früher oder später einfach ja jeglichen Verkauf kompensieren in Bezug darauf, dass ich womöglich ja auch einen Marvin Ducksch verkaufen will, einen Hennings jetzt verkauft habe und Ryan Brewster definitiv auf der Bank teilnehmen soll. Platz nehmen. Ihr wisst, was ich meine. Wechselt hier von Liverpool zu uns. Wir haben Bledel, wir haben Fasnacht. Beide Spieler für die Außenbahn. Richter geht aktuell komplett durch die Decke in der Realität und deshalb eher unrealistisch, dass er zu uns wechselt. Vargas hier ist in der Realität in die Bundesliga gewechselt zum FC Augsburg und deshalb wäre das auch ein Kandidat für die nächste Saison. Allerdings werde ich hier wahrscheinlich, wenn es finanziell reicht, mit Gianluca Itter gehen, denn Gianluca Itter, für mich ein richtig geiler Spieler. Wechselt der nicht auch irgendwie? Wechselt der nicht zu Freiburg jetzt zur kommenden Saison? Aber auf jeden Fall auch ein ewiges Talent, weil Wolfsburg kommt da nicht ran, weil Roussignor vor ihm ist und bei uns könnte es erstmal der Backup von Gisselmann werden und nach auch ein Kandidat für die Startformation. Über 2 Millionen, Wolfsburg nimmt an, für uns ein lukratives Angebot. Da war es für mich auch eben wichtig, dass man genau auf der Position auch in der Breite das Team weiter nach vorne bringen kann. 10.000, Wolfsburg hat viel Geld, wir nicht, er nimmt das an und damit ist das auch wieder so eine Sache in Sachen Realismus, wo ich sage, unterstreibe ich, habe ich Bock, ich will einfach, dass das Ganze realistisch abläuft und dass wir den Kader in der Breite weiter nach vorne bringen. Contento wäre dann auch ein Kandidat zum Verkaufen, Itter auf die Bank, Brewster kommt da auch mit, erstmal anstelle von Kovnacny, ja, ich würde schon sagen, dass er zusammen mit Ducksch da draußen steht, Usami, Schulte. Schulte kommt jetzt noch nicht zum Einsatz gegen Augsburg, nachher dann gegen Leipzig, aber wir haben noch jemand gekauft. Ah ja, hier ist er doch. Stendera kommt natürlich rein für Olli Fink, der nach und nach auch immer mal wieder seine Einsatzzeiten bekommen wird. Neuer Freistoßschütze bei uns, Marc Stendera. Wer hätte es gedacht, dass der Freistöße schießen kann, ist bekannt und deshalb darf er das bei uns natürlich auch. Und jetzt geht's direkt in die Live-Simulation mit Marc Stendera.
der ist erst einen Tag da, ist jetzt sehr untypisch, dass man da direkt Stamm spielt, aber ich werfe ihn einfach ins kalte Wasser, in der Hoffnung, dass das der nötige Schub ist, um ihn bei uns so schnell wie möglich zu integrieren. Gehen wir also direkt rein, ich habe richtig Bock, Augsburg ist, denke ich, auf Augenhöhe, wobei vielleicht mit einigen Spielern doch noch ein bisschen weiter vorne, Fimburgerson, Gregoric, ach, keine Ahnung, wie der heißt, Jungs, ich kann den nicht aussprechen, egal wie oft ich den Namen schon gehört habe, ich kann ihn nicht aussprechen. Fimburgerson konnte ich aussprechen, der hat einen Elfmeter verschossen und damit steht es auch immer 0-0, das Ganze auch nach 55 Minuten, vielleicht gehen wir glücklich in Führung und können hier einen Punkt aus Augsburg entführen, 20 Minuten vor Ende der Partie, passiert nichts mehr, bin ich zufrieden, passiert doch noch was für Augsburg, wäre es bitter, für uns top, es bleibt beim 0-0, wir verlieren nicht und starten doch ganz ziemlich erfolgreich, zumindest was die Spiele angeht, in die Episode. Anfangs der Episode war es ja noch ziemlich unübersichtlich, Leverkusen mit nur 14 Spielen, jetzt hat sich alles bis auf wenige Ausnahmen aufgrund jetzt schon gespielten Spielen am Samstag neutralisiert, wir sehen hier ein paar am 19, wir haben 18 Spiele, gewinnen wir jetzt, ziehen wir vorbei an Bremen und auch an Schalke und können zugleich mit einem direkten Sieg gegen Leipzig auf Leipzig bis zu 2 Punkte aufschließen, mit Wolfsburg gleich aufgehen, die spielen aber noch gegen Leverkusen, also das ist aktuell ein richtig geiler Spieltag, wo gefühlt alles für uns läuft, das Team hier im Hintergrund, wird aber nicht so reingehen, denn ich habe Bock ein bisschen was zu ändern. Wir bleiben im 4-5-1, Rahman geht von rechts nach links, Luke Bakio 1 zurück und da ganz nach rechts an die jeweilige Stelle von Benito Rahman, Schulter auf die 10 und Brewster vorne rein, warum? Weil ich Bock habe, das ganze Ding zu testen, bedeutet auch, Karaman ist draußen, Stöger ist draußen und wer noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, das war's auch, denn Brewster und Schulte sind die einzigen neuen. Merkur Spielarena, Düsseldorf gegen Leipzig. Gulaschi ist im Tor, Saracchi, Davies, Ilsanka, Stierlin und Adams. Eine Fünferkette, Kampel, Leimer, Demme und hinten drin war das, glaube ich, nicht die Bestbesetzung. Werner, Augustor, es geht rein gegen RB Leipzig und es ist also die Wiederauflage, ich meine vom zweiten Spieltag noch anfangs. Aus der ersten Episode, wo wir, glaube ich, gar nicht so schlecht abgeschlossen haben, war das nicht sogar ein Sieg? Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall war es nicht ganz unerfolgreich. Brewster auf Rahman per Seitfalls hier. Nicht mal 3 Minuten gespielt und wir sind direkt gefährlich vorne vorm Tor. Und Leipzig macht mal wieder klar, unsere Schwäche ist hinten in der Defensive. Unsere allerdings auch, zumindest wenn eine offensivstarke Mannschaft kommt. Und deshalb heißt es, erstmal die Gegner natürlich weit vom eigenen Tor weghalten und vorne vielleicht mal Tore erzielen. Denn gewinnen wir, dann ist das mehr als nur ein 6-Punkte-Spiel gegen Leipzig, sondern auch noch gegen alle anderen. Eine absolute, richtig geile Leistung, was gleichzeitig bedeutet, Düsseldorf macht wieder mal ein fettes Ausrufezeichen. Noch ist es aber nicht so weit und noch kommt Leipzig. Über Augustor, Kahn Ayan ist dazwischen und vielleicht geht's schnell nach vorne oder auch nicht. Haben wir Pech, war noch abgefälscht von Leimer und Rahman kriegt den dann nur noch an die Hacken, kann den also nicht entscheidend kontrollieren. Und deshalb ist Leipzig wieder vorne mit dabei, baut wieder auf. Über Tyler Adams, Außenbahn, rechter Außenverteidiger, dann ist es schlecht von uns und dann könnte sowas direkt gefährlich werden. Ist gut gespielt, Kaminski ist im letzten Moment dazwischen und Leipzig hat die erste Ecke. 12 Minuten sind gespielt. Kampel tritt die. Ich hoffe, wir können das klären. Luke Bakio schafft das nicht. Da geht er nicht resolut dazwischen. Luke Bakio ist nicht der geborene Zweikämpfer. Hier aber der geborene Aufbauspieler. Denn er macht das Spiel schnell. Und wir kommen eventuell über Schulte. Aber Brewster ist nicht mit dabei. Und damit heißt es erstmal wieder Leipzig, die hier eigentlich dann auch nach der ersten Chance von Benito Rahman klar machen, was die hier vorhaben. Das ist gut. Das ist gut. Und das ist ein Tor. Ja, 16. Minute. Und das ist ein Fehler von mir gewesen. Vielleicht schon. Ja, aber gleichzeitig war es auch so schwer. Mit den Übersteigern bin ich gar nicht drauf klargekommen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Hier, ja, war es ganz schlecht, der Laufweg von Kaminski. Die Lücke freigemacht. Mit Eihahn habe ich dann das Risiko gehen müssen. Musste in die Grätsche rein und habe es dann halt eben verpasst. Und das sieht dann ziemlich blöd aus. Ist das 1-0, hat sich aber ein bisschen angedeutet. Schulte aber jetzt. Luke Bakio und jetzt Marin, Junge. Was macht der denn? Was sind das denn für Schüsse? Luke Bakio. Jedes Mal das Gleiche. Ja, es gibt Ausnahmen, da spielt er mal gut. Aber dann so ein Ding. Junge, der ist ja beinahe zum Einwurf rausgegangen. Riesenchance, wir sind weiter da. Und genau darauf müssen wir auch aufbauen. Aber Luke Bakio ist wieder ganz schwach. Hier wird er nochmal eingesetzt. Jetzt komm schon, mach es besser. Luke Bakio immerhin aufs Tor. Jetzt ist da nochmal Gulaschi, der den Ball festhalten muss. Schulte spielt wieder ein unfassbar starkes Spiel. Als wäre er schon immer da. Perfekter Zehner. Der baut die Dinger hier auf. Brewster ist noch etwas unsicher. Dennoch aber für die Verhältnisse richtig, richtig stark. Gefällt mir ebenfalls gut. Und in der Defensive laufen wir die Bälle jetzt ab. Luke Bakio, oben ist dann alles frei. Brewster geht aber nicht entgegen. Schulte macht es nämlich immer schnell. Schulte macht ein richtig starkes Spiel wieder. 32 Minuten gespielt. Der spielt wie ein absoluter Routinier hier. Der nimmt die Bälle an, der verteilt die Bälle und macht ein sauberes Spiel. Geht in den Zweikampf, gewinnt den aber nicht. Und damit ist Saracchi ziemlich weit schon vorne. Ist im 16er, da kommen wir wieder mal zu spät. Saracchi, dann ist es Werner, dann ist es aus. 35. Minute. Es ist ein ganz schwieriges Spiel. Wieder Saracchi über die Außenbahn, passiert viel. Timo Werner ist im 16er starkeste. Es gibt Elfmeter.
Ich fasse es nicht. Es gibt Elfmeter? Es gibt keine gelbe Karte. Ja, und warum auch? Weil es kein Foul war. Schaut euch das mal bitte nochmal an. Ja, ich gehe ganz normal in den Zweikampf. Der Ball ist da und wir grätschen den einfach super ab. Ich meine, dass man nicht komplett ohne Körperkontakt zum Gegenspieler in den Zweikampf kann, ist ja wohl klar. Ja, sieht der Schiedsrichter anders. Timo Werner, ich schaue auf den Kopf, auf eure Tipps hier. Ihr müsst immer auf den Kopf schauen, aber das ist so schwierig. Timo Werner, der Ball geht nach rechts und dann ist Schubert da. Jetzt muss er aber nochmal raus, nochmal Schubert. Der Ball geht hoffentlich übers Tor. Wir halten das Ding, Mann. Jetzt auf, Mann. Brewster arbeitet mit zurück. Wir brauchen jetzt den Push. Flanke kommt, Kaminski ist da und wieder wird Schulter auf die Reise geschickt. Das sollte aber normalerweise nicht mehr für den Gegenzug reichen. Wir dürfen nicht mehr zurückspielen. Deshalb nochmal lang nach vorne kommt der Ball an. Nein, das ist wieder gut von Leipzig, aber wir haben den Elfer gehalten und somit noch immer die Hoffnung. Unverändert in Halbzeit 2. Parallel schaue ich hier noch die U21 gegen Österreich. Wenn ihr nämlich das Video seht, nehme ich das bereits hier am Sonntag auf. Und da hat gerade Waldschmidt ein absolutes Traumtor rausgeklopft hier zum 1:0. Das Ganze würde ich auch gerne hier sehen. Nicht von Waldschmidt, denn der spielt nicht bei uns. Von irgendeinem anderen. Schulte, jetzt! Schulte, nimm das Ding! 48. Minute, bleib kühl, der Ball ist abgefälscht im letzten Moment. Aber egal, die Fans sind da, wir sind da, kurze Ecke, Ball ist wieder geklärt, jetzt nochmal in die Mitte, irgendwie Brewster, dann haben wir hier Stendera, eine Drehung, dann ein Schuss, Stendera, Tor, der ist drin, 51. Das war ein absolut Loster Perfect Timish. Komm, nee, nein, Abbruch. Boah, Jungs, ich sag's euch ganz ehrlich, so wie es ist, ich kann heute nicht kommentieren. Egal, guck mal nochmal drauf. Ecke, Rebound, dann Stendera, dann habe ich hier eigentlich schon geschossen und dann Lupfer und da rechnet Gulaschi nicht mit. Der Ball ist im Tor, Stendera in seinem zweiten Pflichtspiel von Anfang an direkt mit einem Tor. Ja, unfassbar. Und genau so könnte er immer wichtiger werden. So, Ecke kommt, Leipzig, Luke Bakio nimmt das Ding vielleicht mal an, aber der schafft's nicht. Luke Bakio, schwache Partie. Und es gibt wieder Eckball, Schulte, Stöger, nee, lassen wir noch. Der macht ein starkes Spiel. Dahmann erobert das Ding hier unten, 57. Der Schiedsrichter pfeift das nicht ab. Und eventuell schaffen wir es hier, einen Gegenzug zu fahren. Das ist Schulte, da bleibt er allerdings hängen. Ah, schade, okay, das hätte vielleicht ein bisschen gefährlicher werden können. Leipzig jetzt wieder im Gegenzug. Die Partie wird offener, ist aber nicht wirklich interessant, denn es passiert irgendwie gar nichts. Es ist eine ziemlich langweilige Partie, das aber war gut. Schulte ist doch auch irgendwo, was machen wir denn? Boah, Arne Meyer, was eine Balleroberung. Runter auf Brewster und dann zünd einfach mal eins. Ball ist aufs Tor, 64. Von Leipzig kommt weniger als von uns. Wir machen keine schlechte Partie, das müssen wir dazu sagen. Mir gefällt das eigentlich hier. Dennoch, es ist noch ein bisschen zu wenig. Es ist wirklich noch sehr, sehr viel zu wenig. Wir müssen einfach besser in die Partie kommen. Dann kann man hier Punkte mitnehmen, sogar mehr Punkte und nicht nur einen, den wir uns definitiv verdient hätten. Arne Meyer, muss er rein, Zimmer dazwischen, können wir das Ding klären und vielleicht wieder mit Tempo nach vorne gehen. Schulte nimmt hier unten erstmal Meyer mit und dann ist es, was ein Pass. Nee, Jungs, also ich bleib dabei. Es ist viel zu schwach bisher. Dennoch, es ist eine kämpferische Leistung. Ihr merkt, ich bin auch etwas, wie sagt man, angespannt, etwas vorgenervt, kann man das sagen? Ich bin nicht ganz bei 100%. Stöger, Usami, Karaman, alles Neuzugänge jetzt hier. Meier geht, Schulte geht und ich weiß gar nicht, wer noch rausgeht. Stendera. Ja, ihr denkt jetzt, drei Flügelspieler für drei zentrale Mittelfeldspieler. Ist so, aber das Ganze wird experimentell jetzt einfach ausgetestet. Uns bleibt gar nichts anders. Wir haben nicht mehr wirklich viele Möglichkeiten im Zentrum auf der Bank gehackt. 15 Minuten, vielleicht reicht's ja doch. Usami, jetzt Stöger und dann wieder Usami. Und dann haben wir einen schönen Doppelpass und haben zwei frische Spieler, die da sehr viel Tempo mit reinbringen können. Jetzt muss er aber kommen. Dann ist es Karaman und dann vielleicht im richtigen Moment. Oh mein Gott, ich habe schon gedacht. Ja, es ist eigentlich sinnbildlich für das, wie es hier läuft. Wir sind einfach nicht effizient genug. Wir spielen da so Larifari nach vorne. Ich meine, die Erwartungshaltung ist von mir vielleicht jetzt rein vom Commentary etwas zu hoch. Ist aber keineswegs so gemeint. Brewster, das macht er gut. Jetzt nehmen das Ding noch mit. Brewster, Brewster, nein! Oh mein Gott! Karaman, Fehler im Aufbau Leipzig. Karaman! Der ist drin! 86. Spielminute, was ein Strahl! Was macht der denn da? Der haut das Ding einfach rein. Wir schauen nochmal drauf. Leipzig kriegt hier das Ding nicht weg. Doppelt gemoppelt und dann ist Kamera. Ja, alles klar. Karaman dazwischen hier. Knapp 20 Meter Torentfernung. Den trifft er perfekt und zwirbelt das Ding in den Knick. Gulaschi keine Chance. Das ist auch ein Knaller, Jungs. Pfostentor, 2-1, Führung und jetzt Abwehrriegel. Fehler beim Einwurf. Was macht denn Leipzig jetzt? Karaman vorne drin, der Torschütze zum 2-1. Sichert das Ding hier vorne erstmal. Ist ganz allein im 16er, hat den Überblick. Hat Benito Raman dabei. Der im Hintergrund hier auch noch Usami. Der hat Luke Bakio, der dreht sich einmal, der macht es gut. Der schindet erstmal etwas Zeit und dann geht er hier an der Außenbahn vorbei. Und dann will er den flachen Ball reinbringen. Kommt noch!
Und dann ist Sagudashi dran. Das Ding ist aus. Pfeift die Kugel ab. Pfeift das Ding ab. Schiri, was ist Schiri? Hey, jawohl. 2-1-Sieg über Leipzig. Und ich glaube auch, wie im Hinspiel, erfolgreich für uns in der Red Bull Arena geworden. Jetzt hier in der Merkur-Spiel-Arena. Ja, ist nicht unbedingt realistisch darauf betrachtet, jetzt wenn man das in der Realität einfach mal sieht, sage ich jetzt mal. Aber dennoch, Jungs, ist es für uns, denke ich, einfach ein verdienter Sieg. Und damit ist die Episode dann auch schon wieder am Ende und es geht noch um die Abstimmung zum kommenden Monat. Hoffenheim, Freiburg. Freiburg? Ey, sag mal, hab ich sie noch alle, Jungs? Also verzeiht mir auf jeden Fall. Was ich hier kommentiere, ist eine absolute Frechheit. Hoffenheim, Stuttgart, haben wir hier Leverkusen und wir haben Nürnberg. Da würde ich mich extrem drauf freuen, das selbst zu spielen. Wobei zu Hause kann man da vielleicht auch in die Simulation gehen. Aber das ist auf jeden Fall der Monat. Da stimmt ihr ab, hier oben über das i. Und dann war's das mit der Episode. Etwas komplizierter, aber geile Transfers. Umso besser. Ich habe da richtig Bock drauf. Und da bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, kommentiert und abonniert. Und dann bedanke ich mich, wie gesagt, für alle. Alles, ihr seid die krassesten. Ich bin raus, haut rein und ciao.